Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Volles Haus im Luzerner Theater, 30. Oktober 2016. Du Lucerne ist gekommen, um einen der Ihren zu sehen. Ein Star, der noch mit 83 auf der Bühne steht und jung und alt zum Lachen bringt. Emil Steinberger. Ich bin gewissen Momentum. Ich bin umhängen, ins Futter rausgerissen. Ich ist Geld rausgefallen, kann ich sagen. Ich ist Geld rausgefallen. Merci vielmals. Nach unzähligen Klassikern im zweistündigen Programm hat der populäre Kabarettist die Begeisterung des Publikums auf sicher. Eine Erfolgsgeschichte ohne Ende? Es ist auch für mich ein Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es kommen so viele Leute auf mich zu, die immer sagen, sie haben mich einfach durch die ganze Jugend begleitet. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe einfach gespielt und mir die Schallplatten rausgegeben. Aber wie stark das bei den Leuten reingegangen ist und die können heute noch die Sprüche kommen einfach immer wieder. Letztes Mal hat mir der Vater gesagt, ja, wenn ich daheim mal einem Bub sage, du, das geht nicht mehr, sagt mein Bub, hörst du auf pfeifen? Emil selbst, links im Bild, wächst bei der ABL in der Siedlung Himmelriech 3 auf. Er ist 15, als die ABL 1949 ihr 25-jähriges Bestehen mit einem großen Umzug durch die Stadt feiert. Sein Umfeld bietet ihm Anschauungsunterricht für seine spätere kabarettistische Tätigkeit. Wenn man mich alle gefragt, woher haben sie auch die Ideen für ihre Nummer, dann sage ich auch, Erziehung war ein wichtiger Moment gewesen und Erziehung ist auch das Quartier natürlich vom Verhalten. Wenn man denkt, da hat es noch ein Wiesli zwischen den Häusern gehabt und wenn man Ball gespielt hat und der Ball ist ins Wiesli gegangen, dann ist ein Fenster aufgegangen im dritten Stock, wo dann rausgekriegt, der Ball bleibt dann dort, sonst komme ich mit dem Messer da aufschneiden. Hey, und wir durften nicht mehr weiter Völkerball spielen. Und so Zeug sind schon strenge Regeln gewesen, muss ich schon sagen. Doch nicht nur an strenge Regeln bei der ABL erinnert sich Emil. Geblieben ist ihm auch viel Schönes. Unter anderem die Aktivitäten mit einem Schulfreund. Wir haben hier auch einiges gemacht. Den Zirkus haben wir gemacht, alle so mit den Kletterstangen und ein Seilband von seinem Hausblock über die Strasse bis zu mir rüber. Das waren ja fast etwa 150 Meter, wo wir da Schnur gespannt haben und hat niemand etwas gesagt. Von der Luzerner Neustadt über den Großen Teich. 1993 beendet Emil vorerst seine kabarettistische Karriere und zieht als Mr. Nobody nach New York. 6 Jahre später heiratet er dort seine zweite Frau Nicole und kehrt mit ihr in die Schweiz zurück. Die beiden leben 15 Jahre in Montreux, bevor sie 2014 nach Basel zügeln. Trotzdem ist Emil der Wandel der Luzerner ABL und die Zwischennutzung der Siedlung Himmelriech 3 nicht verborgen geblieben. Ich habe gestaunt, als ich gelesen habe, dass die Wohnungen freigegeben haben für Künstler, wo man ja gewusst hat, wie es überall passiert, dass man das nicht mehr rausbringt, wenn der Termin abgelaufen ist. Aber das hat ja wunderbar funktioniert. Also, da war jemand dahinter, der gut denken konnte. Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret. Cabaret, du Cabaret.